Willkommen zu einem neuen Video, heute mit Ramerio, Like My Style und Ramona von Rage. Hi. Hello. Ja, ich hoffe, ihr seid ready. Wir machen heute eine der krassesten Phasmo-Challenges. Und zwar werden wir jede Map in Albtraum spielen. Und es muss mindestens eine überleben. Wenn wir sterben, ist die Challenge vorbei. Also wir müssen wirklich taktisch vorgehen und versuchen, jede Map zu überleben. Wir besprechen uns gleich drin. Wir gehen jetzt mal rein, drücken Start und dann schauen wir gleich mal, wie wir es machen. Let's go. Alles rein da. Und natürlich sagt euch die Community auch wieder immer Hallo. Deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/nur-live. Voll los, Leute. Danke, danke schön. Hey, ich bedanke mich auch nochmal. Danke schön. Ich stehe irgendwo jemand drin. So. Okay. In mir. Hi. Oh. Sorry. Sorry, ich wollte nicht in dir stehen. Ich habe nichts dagegen. Okay. Die Standard-Fremdgeh-Aussage. Ups, ich bin außer in ihm gestanden. Ich bin in ihn gespawnt. Genau, ich bin in ihm gespawnt. Oh, nee, das führe ich jetzt nicht weiter aus. Komm nur auf Likey. Da ist er ja. Er ist in mir gespawnt. Er ist in mir gespawnt. Schon wieder mein Spiel ist abgestürzt, ne? Zum Glück nicht. So, also ich würde fast sagen, dass wir jetzt nicht immer alle reingehen, sondern erstmal einer. Ich würde jetzt kurz mal reingehen und würde gucken, dass ich schnell die Heizung anmache, den Geist ermittle. Und wenn ich ihn ermittelt habe, dann werden wir dort überall die Kruzifixe hinschmeißen, damit der Geist nicht kommen kann. Und dann gehen immer nur zwei rein, weil unsere Sanity geht super schnell runter. Okay. Ihr könnt gerne durch meine Kopfkamera gucken. Okay. Ich werde versuchen, Licht ab und zu auszumachen, weil vielleicht seht ihr schon irgendwo Orbs. Ich beeile mich. Okay. So. Ansonsten können wir das auch gerne zu zweit machen. Dann müsste noch einer von euch das Thermometer nehmen. Ich mache oben und unten, aber ich glaube, in dem Haus gibt es ja eigentlich nur eine Ebene. Deswegen können wir das trotzdem machen. Okay. Also, ab jetzt beginnt die Challenge. Phasmo, jede Map Albtraum und wir dürfen nicht sterben. Also, ich guck mal kurz, ob die hier ist. Ja, süß. Okay. Heizung ist unten. Höchstwahrscheinlich. Boah, ich will nicht, dass... Also, wir dürfen halt... Es muss halt mindestens eine überleben, ne? Heizung ist jetzt an. Du kannst schon mal oben gucken, ob du irgendwas merkst. Gib uns ein Zeichen! Ich habe das Ouija-Brett gefunden. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Denk dann ab und zu die. Gib uns ein Zeichen. Ja. Stimmt. Guckt ihr durch die Kamera? Wo ist er? Ich habe eine Tür gehört. Ja, wir gucken da. Okay, 3 Grad. Der müsste hier bei mir sein im Bad. Wo ist er? Oh ja, wir haben ihn. Da drin, genau. Hier, wie viel Grad? Okay, wir haben ihn. Könnt ihr die Kruzifixe mitbringen? Jo, wird eingetragen. Und Buch und alles und Kamera. Gib uns ein Zeichen. Ja, der ist hier drin. Gib uns ein Zeichen. Ja, 0,3. Okay, dann lass uns beide mal rausgehen, während die anderen beide reingehen. Wir haben Minusgrade. Minus 0,7 hat. Okay. Der gibt ja auch. Genau, der gibt nur Welcher Raum ist es? Bad. Wenn ihr reinkommt, direkt links. Kommt direkt links das Badezimmer. Und ganz wichtig, der gibt jetzt nur noch 2 Hinweise. Den dritten müssen wir erraten. Okay. So, jetzt, was haben wir hier? Finden Sie Beweise durch ein Ereignis? Kruzifix. Das ist ja gut. Das schmeißen die, glaube ich, schon rein. Das heißt, Gefrier können wir wegmachen. Kruzifix nehme ich mit. Und was haben die jetzt mitgenommen? Buch, Kamera? Ich glaube Buch. Oder Kamera? Ich glaube Kamera. Kamera ist auch. Immer, warte, ich nehme noch ein Buch mit, aber was hättest du davon, wenn wir beide schon mal Sanity-Pillen schlucken? Ja, finde ich gut. So. Finde ich gut. So. Dann nehme ich jetzt Buch mit und UV-Lampe, ne? Ja. Haben die jetzt schon die Kamera hingelegt oder nicht? Okay. Geisterbox ging nicht, hat nicht geantwortet. Okay, kann es Rio mit der auch nochmal machen, allein im Raum, weil manchmal antwortet der nur einzelnen Spielern. Okay, ich mach's mit ihr.
Also Orbs, glaube ich, sind nicht. Ach so, da war er gerade. Also. Well, escalated that, quickly. Dead booty. Okay, sonst könnten wir vielleicht mal Dots reinlegen. Ich mache das mal kurz. Oder obwohl. Ich gehe Dots reinlegen, danach gehe ich das Buch reinlegen. Ja, hast du noch einen Slot frei, sonst kannst du die Dots direkt mitnehmen. Reinlegen. Genau, Buch wäre wichtig. Nee, ich hab noch. Wir haben keine Geisterbox. Okay. Ich mit. Ich schmeiß ja auch noch mal ein Kreuz rein. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Ja. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Sollen wir gehen? Okay. Gib uns ein Zeichen. So, Buch liegt auch schon. Schreib mir das Buch. Die Dots wären noch gut. Die Dots. Kann jemand reinlegen? Oh ja. Ich gehe schnell. Genau, am besten in die Mitte vom Bad. Ja, und Fingerabdrücke. Ja, genau. Das gucke ich jetzt auch gleich nochmal. Okay, Leike, komm. Ja. Das wird eine gute Strategie. Ja, gell? Gib uns ein Zeichen. Das läuft ja wie am Schnürchen hier gerade. Oh, da waren doch gerade Fingerabdrücke, ja. Hier. Im Flur, der ist gewandert. Ja. Scheiße, der ist gewandert. Ein Wandergeist? Ist der gewandert? Kann die kurz übernehmen? Was sollen wir machen? Sollen wir abfotografieren, wenn es geht, weil der Beweis gilt nicht lang. Ja, ich gehe gerade eine Kamera holen. Wo soll ich die Dots platzieren? Auch im Flur. Ja, genau, aber das ist die Sache ist, komm mal kurz raus. Wir haben jetzt zwei Beweise. Das heißt, der gibt nur zwei. Den dritten müssen wir erraten. Kann aber auch ein Mimik sein, ne? Ja. Kannst du mir zufällig noch mal die Finger Das Problem ist, die sind jetzt schon weg, die verschwinden. Du kannst gerne mal probieren, ob du die fotografieren kannst. Brauchen wir noch was? Nee. Müssen wir ihn eigentlich triggern, oder? Genau, und vielleicht auch mit der Temperatur gucken, ob der jetzt vielleicht woanders hingelatscht ist. Ja, okay. Ich nehme noch mal einen Thermometer mit, geh noch mal durch. Genau. Weiter, danke, dass du da warst. Und? Ja, brauchen wir dann nicht mehr, ne? Nee. Okay, checken wir auch. Kann aber auch gucken, wenn es ein Mimik ist, wenn es zum Beispiel jetzt ein Mimik wäre. Das gucken wir jetzt gleich noch mal. Wenn es ein Mimik wäre, dann müsste es noch Geisterbox sein. Aber es kann es nicht sein, weil... Er ist nun im Schlafraum nebenan, im Schlafzimmer. Oder? Oh, nee, Gott. Er macht ja alle Türen auf und zu. Okay, warte. Ich bin von alleine hier. Der Hand ist, oder? Ja. Jemand versteckt sich im Schrank. Oh je. Hallo? Geht die Tür auf? Guck mal, ob die Tür aufgeht. Ich guck mal. Ja. Ihr könnt wieder raus. Mimi. Oh Gott. Oh Gott, das weg. Oh Gott. Okay, er tobt da vorne jetzt halt rum. Wo tobt er jetzt rum? Am Flur. Ja, klar. Also in dem kleinen Flur da vorne. Also vor dem Badezimmer, Schlafzimmer, da macht er die Türen auf und zu. Oh Gott, der wandert ja richtig rum. Wie viel mehr draus, was es ist? Wir müssen halt eigentlich erraten von dem, was er halt ist und wie er sich verhält. Mit Kruzifix vielleicht noch heimsuchen, wenn man da das Kruzifix hinschmeißt, wo er jetzt rumlatscht, wäre noch nicht... Die sind alle im Badezimmer, die Kruzifix. Ja, ich guck mal kurz. Wenn wir den Kruzifix den eigentlich in den Weg stellen, möchte das doch gehen, oder? Den müsste man einfach in den Flur schmeißen. Ich mach das dann. Yeah, and when a hero comes along. Oh yeah. Oh yeah. Ich nehme die Pillendose und dann laufe ich in den Tod. Ja, lauf, du mutiges Rehlein. Lauf in den Tod. Wir können sogar zugucken, wer in den Tod läuft. Also vor der Tür, ja, ich stelle mich an die Tür und gucke zu. Im Bad aufheben und in den Flur schmeißen oder wo er halt ist. Ist der da im Flur überhaupt? Ich dachte, der wäre da hinten, ja, genau. Ich
Können wir das Buch auch hinstellen? Das brauchen wir aber gar nicht mehr. Ne? Wir haben ja die Hinweise. Ja. Okay, ich würde sagen, wir raten jetzt, weil unsere Aufgabe ist ja, zwei Beweise zu finden. Das haben wir. Keine Ahnung. Mit dem Q-Tex wäre noch toll, wenn wir das noch hinkriegen würden, aber es wird wahrscheinlich schwierig, ne? Da muss halt immer einer rein, damit der huntet, weißt? Ja. Dämon, außer einer will sich opfern. Okay, dann let's go. Ihr könnt auch lesen, was die Geister machen. Vielleicht kommen wir drauf, aber ich habe jetzt nicht irgendwas Krasses gemerkt. Also glaube ich Dämon nicht, weil sonst wäre viel zu aggressiv. Ja. Ne? Mimik kann es ja auch nicht sein, haben wir gesagt. Vielleicht Jin oder Handtuch. Handtuch, ich glaube, es ist das Handtuch bestimmt. Das Handtuch. Was macht denn Handtuch? Warte mal kurz. Handtuch ist ein seltener Geist, der in heißen Klimazonen zu finden ist. Wir angreifen. Was meinst du? Was meinst du, dass sie schon wieder gewandert ist? Boah, das ist aber anstrengend, der Geist. Wie kann es sein, dass er wieder gewandert ist, dass er gar nicht mehr davon... Was kann es denn sein? Ein Mimik vielleicht. Hä? Warte, ich lese mal Mimik durch. Der Mimik ist ein schwer fassender, mysteriöser Name. Geist einschließen, anderen Geist geben, Stärke, wir wissen. Bitte. Ich würde mal Mimik tippen. Meinst du? Ja, was tippt ihr? Ich will ein Foto von ihm machen, das tippe ich. Boah, das du kannst schwierig. Aber gerne mal das Ouija-Board holen und fragen, was für ein Geist der ist. Das ist unten im Keller. Ich mach das. Oh, okay. Darauf habe ich jetzt Lust. Okay, geil, let's go. Handtuch, was macht denn der Handtuch überhaupt hier? Ich weiß ja, ich sag gar nicht. Unten im Keller. Dann macht mal das Ouija-Board und sagt, ey, Kollege, was bist du für ein Geist? Und dann sagt ihr, und ihr macht ein Foto auch, am besten von dem Ouija-Board, und dann macht ihr halt den Sieg, wenn ihr Eier habt. Also ein Handtuch hat es mehr so mit den Klimazonen. Bei niedrigen Temperaturen können sie ihr Handtuch schneller bewegen. Das Handtuch. Und in wärmeren Bereichen langsamer. Ja, mehr so feuchtes oder trockenes, kaltes Handtuch. Benutztes und unbenutztes Handtuch. Oh mein Gott. Hä, das ist jetzt ausgegangen, die Kamera, oder? Nee. Aber Jin? Jin müssten wir einfach mal den Generator ausmachen, dann hat er keine Energie mehr, genau, oder? Genau, der nicht? Jin ist da, also der Generator war gerade aus, tatsächlich. Also hat er den wieder ausgemacht? Genau, also Jin hat den ausgemacht. Eigentlich? Dann könnte es ja. Könnte es ja ein Jin sein, oder nicht? Eventuell, ja. Der Geist hat gesagt, er ist stark. Ist es ein Dämon vielleicht? Fragt ihn mal, ob er die Heizung ausgemacht hat. Nee, sagt ihm mal, suchen und verstecken. Jin macht den Generator nicht aus. Ja, der braucht ja Energie. Ja. Also kann Jin schon mal dann nicht sein. Ja, würde ich auch mal rausstreichen. Okay, ihr könnt rauskommen, ihr Verrückten. Fotografiert's aber ab und sagt davor goodbye, sonst sterbt ihr. Dann Mimik. Macht der Mimik? Ich lerne das Spiel jetzt aus, wenn ich studiere Geister hier. Witzige Frage beim Ouija-Board. Es gibt eine witzige Frage beim Ouija-Board. Klopf, klopf. Das machen wir dann nachher. Komm, wir gehen jetzt mal. Wir haben noch so viele Maps vor uns. Also, okay. Er meinte irgendwas mit Nursery noch. Nursery? Was heißt denn Nursery? Oder Handtuch. Ja, keine Ahnung. Er hat einmal gesagt... Weil er es kalt haben will. Also einmal meinte er von wegen Strong. Ja, yes, genau. Strong und... Genau. Strong und gefragt, Nursery. Wo bist du, hat er Nursery gesagt. Aber Handtuch will es ja auch kalt haben und er wollte es ja kalt, ne? Ich glaube, der Handtuch. Also in kalten Gegenden ist er schneller. Wenn es warm ist, ist er langsamer. Ich nehme jetzt Handtuch. Dann lass das Handtuch nehmen dann. Gucken wir mal, ob es ist. Okay. Let's go. Okay, ich habe Handtuch drin. Okay, dann drückt auf Ready und auf Farmer.
Alles ready? Let's go. Und go. Bin mal gespannt. Kriegt Tante hoch ein Foto oder kriegt er kein Foto? Genau. Witcher. Verdammt, es war ein Dämon! Ein Dämon. Ja, aber der war ja gar nicht aggressiv. Ja, er hat gesagt stark, ne? Wo er gesagt genau. hat, okay. Ich habe gedacht, aber okay. Okay, egal. Du hast aber gesehen, was der Dämon vorhin mit uns gemacht hat. Der hat uns quer durch den Raum geheatet. Nächste Map! Ja. Und ihr müsst wieder alles hinzufügen, was ihr habt. Und wir machen die gleiche Taktik. Weil jetzt wird's dann... Okay, die Taktik ist gut, aber... Ja, aber es gibt Maps, wo es sehr schwierig wird. Deswegen müssen wir die beibehalten. Gerne mal wieder jeder auf hinzufügen, auf alle drücken einfach. Ja, dann müsste es gehen, glaube ich, ne? Und alle genau, tut ihr alles hinzufügen. Eben hatten wir Tanglewood und jetzt Ridgeview Roadhouse. Und auch Albtraum. Let's go. Alle bereit. Aber dafür das Albtraum war, haben wir uns gut geschlagen. Ja, voll gut. Aber wir müssen ein bisschen schneller machen. Wir wollen ja ein bisschen Action rein haben. Bereit. Start okay. und let's okay. go, meine Freunde. Es war ein Dämon, aber wir müssen halt zwei Beweise finden. Okay. Zwei Beweise müssen wir finden, das ist schon wichtig. Ich finde es sonst zu hardcore, wenn der immer stimmen muss, schon schwer. So ja, schon stimmt. schwer. Ab Prison und alles wird es eh schwer zu überleben. Damit. Aber wir haben alle überlebt. Ja, ja. Ich würde sagen, Prison und so machen wir. Wert. Ja, das ist echt viel wert. Prison machen wir als letztes als Map, weil die finde ich am schwierigsten, je nachdem, wo der spawnt. Ja, und die Schule ist aber auch nicht. Die Schule ist aber auch krass. Ja, aber da hat man wenigstens Räume, wo man ein bisschen dann auch. Prison ist ja oft so, wenn der ein Block A oder B ist, kannst du es eigentlich vergessen. Ja, stimmt. Ja, pass auf. Also wir brauchen Kruzifix, Geist in den Kruzifix, daran zu Heim zu suchen, entkommt sie den Geist, bringst in den Bereiche des Geistes mit Räucherstäbchen, Thomas David. Okay. Aus wie vorhin, machst du wieder als erstes rein, das Ganze zu ermitteln? Ja. Mit Likey? Ja. Okay. Yes. Dann Ramona, wir warten hier und... Ja, wir unterstützen das. Und gucken wir die Kopfkamera. Ja, genau, Kopfkamera ist gut. Ich mach unten, du machst oben. Okay. Ja. Hab die Heizung. Heizung an, ich guck unten, du oben. Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Bitte schnell. Gib uns ein Zeichen. Okay, ist er nicht. Oh, 7 Grad? Warte mal. Gib uns ein Zeichen. 8 Grad? 6 Grad? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh je, jetzt sind wir schon echt lang drin, ne? Gib uns ein Zeichen. Das war dann, wenn dann oben. Gib uns ein Zeichen. Ja. Er hat hier den Schrank geöffnet, dann müsste hier bei mir im Flur sein. Ich guck mal. Gib aber uns ein Zeichen. Oh ja, hier. Er ist hier. Okay, wir haben ihn. Ihr könnt schon mal mit zwei Kruzifixen kommen. Der ist oben raus, ne? Im Flur. Beim Bad irgendwo. Gib uns ein Zeichen. Komm mit Ghostbox und Kruzifix. Genau. Wenn die hochgeht, ja, dabei. Super. Wenn die hochgeht, dann oben. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ah, ich glaube, der ist hier. Ne, Moment, der ist hier hinten im Raum. Der ist hier. Der ist hier, wo ich rein hergekommen bin. Der ist hinten im Raum. Hinten im Raum? Wo? Wenn du die Treppe hochkommst, links im Raum ist er, da liegt auch ein Becher auf dem Boden. Also da läuft er überall rum. Schmeiß dir den Raum eins rein in den Flur. Wir müssen unbedingt Sanity stressen. Ja, dann gehe ich mit Fingerabdrücken rein. Oh, und ich hatte 0,6 Grad in dem Raum. Du meinst du links oder rechts? Wenn ihr die Treppen hochkommt, ganz der linke Raum direkt links. Das heißt, wir müssen noch mal Thermometer mitnehmen, ne? Ja. Ich habe aber eins. Ich würde nur gerade gerne mal, dass die Kruzifixe reinschmeißen. Und dann nimmst du Temperatur mit und ich nehme dafür die Kamera mal mit. Ich habe Fingerabdrücke dabei.
Okay, sehr gut, ja. Lass mal schnell hochgehen. Nimm aber noch eine Sanity, gell? Hab ich schon. Okay. Sehr gut. Ging nicht, wir haben aber Gefriertemperatur. Gut, wir haben Gefriertemperatur. Ist es in dem Raum hinten, wo ich dachte? Ja, da war jetzt, genau das war jetzt. Ah ja, gut. Upp. Geist, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Also, kann noch einer testen. Gib uns ein Zeichen. Geisterbuch liegt auch noch da, könnt ihr auch mal vielleicht. Super. Schreib in das Buch. Liegt da schon ein EMF-Reader? Eddie, danke schön für den Follow. So. Nein. Okay, ich. Okay, danke, danke. Sehr so, gut, das fehlt dann nehme ich das mal. Soll ich das Ausräucher nehmen? Ich habe auch noch meine Kopfkamera dabei. Ja. Oh. Also Gefrier haben wir jetzt, ne? Wir haben das gar nicht, das Ding. Welches haben wir nicht? Wir haben keine Räucherstäbchen, Räucherstäbchen, ja. Ach so, okay. Leider nicht. Das ist nicht schlimm. Gucken wir mal nach Orbs. Orbs. Ja, wir haben Orbs, wir haben Orbs. Sehr gut. So. Da müssen wir jetzt eigentlich nur raten. Revenant, Yuri, Hantu, Onyo. Yuri, Hantu oder Onyo. Sollen wir mal kurz gucken, was die alle machen? Ja. Yuri. Gefrier und Orbs. Aber da wir so viele Maps machen würden, würde ich sagen, wir raten jetzt einfach. Du meinst, je nach zwei Hinweisen zu raten? Also ja. Orbs war das eben. Ja. Revenant, ja. Yuri, Hunter. Weil wir haben nachher noch so viele große Maps. Das wird, also ich würde tatsächlich sagen, wir können sonst... Er toucht halt auch viel, ne? Vielleicht hat er auch noch Fingerabdrücke. Was ist, wenn ich Fingerabdrücke... Ich würde sagen Handtuch. Ja, einfach. Aber wenn wir ja Orbs und Gefriertemperaturen haben, sehen wir keine Fingerabdrücke. Doch, wenn es Fingerabdrücke wären, wäre es ein Handtuch. Ja. Ja. Ja, aber wir sehen doch nur zwei Beweise, oder? Genau, aber ich rate nur, weil er hat ja viel getoucht. Und viel getoucht könnte EMF. Ach so. Oder es könnte EMF oder Ding sein. EMF ist aber ausgeschlossen, deswegen würde ich sagen Fingerabdrücke, Handtuch. Ich bin mir aber nicht sicher, es ist nur so ein... Der hat alle Türen da auf und zu gemacht. Ja. Nur im Bauch. Ja, das stimmt. Oder wenn es ganz böse ist, ist es halt ein Mimik und der verarscht uns. Und macht halt aber einfach... Aber das kann man nicht... Ja, okay, das, dann machen wir... Dann, ja, gut, aber die Zeit haben wir nicht, glaube ich. Ne? Deswegen. Ja. Mimik wäre halt noch Geisterbox. Das könnte man noch machen. Aber Geisterbox hat nicht reagiert. Und Fingerabdrücke haben also wir auch keine, ne? Wir gehen noch mal jemand rein, kurz mit Geisterbox und Fingerabdrücke, um den auszuschließen. Ja, dann gehe ich kurz... Dann gehe ich rein mit Geisterbox und... Und Fingerabdrücke und sag die ganze Zeit, gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen. Okay, perfekt. Ihr schafft das, aber die Orbs sind weg. Kann sein, dass er den Raum gewechselt hat. Okay. Oh, nö. Haben die keine Kopfkamera an? Ah, doch, perfekt. So geil, kann man einfach mitverfolgen hier. Ja. Hat ein bisschen was vom Kino. Ja. Ich glaube, dass der da nicht mehr drin ist, oder? Oder damals wie Blair Witch Project. Das war auch schön. Oh ja, das war so gruselig. Mhm. Wollt ihr mal in den Flur gehen und gucken, ob er da ist und dann sagen, gib uns ein Zeichen und alles? Ich hab jetzt hier im Flur Gefriertemperaturen. Okay, dann guckt mal nach Fingerabdrücken und nach Geisterbox. Geisterbox ist nicht. Wir haben keine Geisterbox. Fingerabdrücke auch nicht? Nein. Okay, dann kommt raus. Dann rappbar. Ja. Ich komme, okay. Mhm. Okay. Auch so weit wird Erik. Oh, Campingplatz und Prison wird halt richtig Pain. Ja, ja. Also ich sage es Hantu, dann. Let's go. Ich habe auch Hantu angegeben. Okay. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Yuri, verdammt, gar Yuri. Kein Geld! Verdammt nochmal! Null! Oh mein Gott, holy! Okay, nochmal alles hinzufügen und nächste Map. Okay, alles und nächste. Ja. Nächste, Willow Street House wird dann das nächste kleine. Okay. Oder Edgefield. Machen wir Street House und nach Edgefield, let's go. Street House. Bereit.
Bereit. Start. Und, So. Trotzdem belastend. Ja, das war echt Belastung. So, aber spawnen geht relativ schnell bei uns, ne? Ja, voll gut. Okay, wieder. Also EMF brauchen wir Foto und entkommen ganze Jagd. Ja, okay. Gleich wie vorhin. Karen Jones. Ich mach oben, du unten, Likey, let's go. Jawohl. Das System bleibt gleich. Hier vorne liegt ein Knochen, den müssen wir unbedingt dann fotografieren. Ja, mach ich gleich. Heizung ist an. Dann machst du unten oder? Gib uns ein Zeichen. Ich habe hier schon sehr wenig Grad, 5 Grad. Gib uns ein Zeichen. Oh ja, Handy. Ich habe es genau gehört. Ja. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. War das hier? Ja, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hier, das Handy war's. Ja. Dann haben wir ihn ja eigentlich schon, oder? Ja, 1 Grad. Wir haben den Raum. Gib uns ein Zeichen. Oh, 4? 4. Er ist auf jeden Fall hier. Okay. Wir haben den Raum. Nur die Wände, ne? Ja. Gib uns ein Zeichen. Wir kommen. Also gefrieren wir nicht, ne? Das behalt du mal dein Gefrier, aber, ja? Okay. Bitte kommen Sie, Herr Rammelier. Was meinst du? Ich gebe gar nicht. Hier bei mir in dem anderen Raum gegenüber sind jetzt 2 Grad wirklich. Oh no. Danke, Tizio. Vielen Dank für alle Subs. Die lese ich nachher nochmal ausführlich vor, deswegen nicht wundern. 3 Grad, 1 Grad. Okay. Ich nehme noch kurz das mit. Oh, verdammt, ich hab's jetzt fallen lassen. Drop it. Drop it, bing it, babe. Okay, let's go. Ja? Ich glaube, er ist in den Raum gegenüber gegangen, weil dort sind jetzt nur noch 1 Grad. Okay. Oh. Wo war das? Wo war das? Hier war das. Ah, okay. Ich hab mich fast eingekackt hier. Aber auch noch fast. Gib uns ein Zeichen. Geh mal raus. 4. Okay. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh. Gott. Bist du hier? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Okay. EMF2. Ich glaube, ich brauche mal ganz schnell eine Sanity. So. Und zwar ganz schnell. Gib mir eine Sanity. Ich gehe mal rein mit dem Kasten. Das haben wir schon alles. Noch gar nichts. Ich denke aber, ich denke fast, dass es wahrscheinlich ein EMF sein wird. Oh, wir haben, glaube ich, Orbs. Wir haben Orbs. Wir haben Orbs. 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 So. Jetzt gucke ich mal, ob da vielleicht Dots sind. Fingerabdrücke wäre noch wichtig. Bevor er wieder den Raum wechselt. Auch die Lichtschalter anschauen und alles. Gefriert, aber guck mal mit keinem. Alles um. Okay, wenn er alles umschmeißt, wäre nicht wichtig, wenn man im F noch reingeht. Ich glaube, dass es nämlich EMF5 ist, um ehrlich zu sein. So viel wie der rumschmeißt. Hallo an alle. Keine Geisterbox, zumindest nicht mit mir. Ich glaube, dass es vielleicht EMF ist, weil der so viel schmeißt. Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Bitte. Geist. Gib uns ein Zeichen. Ich habe Angst, dass du huntest. Geist.
Kann mal jemand noch mit dem EMF reingehen? Ich glaube, dass es fast EMF-5 ist. War jetzt aber schon sehr lang drin. Ja, ich komme aus dem Pentagramm. So, was ist? Ich sagte, was bringt endlich das Pentagramm? Da kann man den beschwören. Haben wir eins? Wir haben ein Pentagramm und eine Aufgabe ist, ein Foto zu machen. Oh, geil. Boah, den Pentagramm müssen wir fast mal ab und kein Feuerzeug. Leute. Echt jetzt? Ja. Das haben wir vergessen, genau wie die Röcke wieder. Oh, no. Okay, dann würde ich sagen, EMF anmachen und ihn die ganze Zeit sagen, ob es was macht, weil ich glaube, dass es EMF-5 sein wird. Ich gucke nach Fingerabdrücke. Ist bisher 3, ja. EMF-3. Sehr gut. Er ist hier in der Ecke die ganze Zeit. Übrigens habe ich auch, wenn ich über deren Walkie-Talkie sage, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen! Eigentlich witzig. Ob sie noch da ist, heißt er den Raum noch nicht verlassen. Ich glaube fast, dass es eben F5 ist, so viel wie der macht. Geistig, geistig. Auch keine Dots. Wie heißt der Geister? Der heißt Karen Jones. Oh mein Gott, tu's nicht. Das kann gut sein, ja. Aber frag noch mal nach EMF weiter. Ich glaube, dass EMF-5 ist. Ist bestimmt... Oh, war da nicht gerade Dots? War da nicht gerade Dots? Habe ich das falsch gesehen? Ich glaube, ich habe Dots gesehen. Oder? Dachte ich auf... Fingerabdrücke sehe ich halt auch überhaupt nicht. Ja, ich glaube, ich habe gerade Dots gesehen, bin mir aber nicht sicher. Ich hocke in einer anderen Ecke und. Oh, jetzt seid ihr drin, der macht gerade die Tür zu, dass wir die wieder aufmachen wegen Dots und EMF gucken. Guck mal, EMF bei der Tür schnell. Wie viel ist es? Ist 2. Okay. Wir haben sicher Dots, komm raus, wir haben 100% Dots. Guck mal, Leute, der läuft da doch die ganze Zeit durch. Oh, was macht denn der Dots jetzt? Oh, jetzt huntet er, scheiße. Dann ist der Banshee, Yundrain, Yoka oder Raichu. Ach, so ein Event. Okay, mal gucken, was die Banshee macht. Wer hat die Dots bewegt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Krass, guck mal. Was ist denn da los? Aha. Es sind auf jeden Fall Dots. Der ist da so oft durchgelatscht. So. Es kann nur Banshee, Yura, Yoka, Raichu sein, genau. Aber er hat gerade... Ja? Ne, ich wollte nur sagen, ich lese es nur durch, um Leute ausschließen zu können oder Geister ausschließen zu können. Okay. Also er hat Strom ausgemacht. Also Orbs und Dots sind's. Wir haben es wieder geschafft. Banshee, bräuchten wir noch Fingerabdrücke? Also er sagt, genau. Ja? Dots. Was heißt das? Wir haben Dots und Orbs, kommt raus. Ist Likey tot? Wir haben den Fall. Ja, irgendwer steht hier am Fenster unten. Oh je, okay. Oh ne, der erste Tote haben wir schon zu beklagen. Ich hab ihn noch durch die Fensterscheibe gehauen, aber er ist nicht mehr rausgekommen. Scheiße. Okay. Wartet hier. Oh, da ja, auf jeden Fall Dots, hast du gesehen? Der hängt da unten am Tisch fest. Ja, also Dots sind Dots? Sicher. Ja. Dots und Orbs? Ja. Yunrai? Yunrai ist ein geistergründender Hase. Ich lese mal kurz. Yurai schwächen, wenn sie den Raum des Yurai ausräuchern. Das haben wir nicht. Yurai haben einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand. Das sehen wir halt auch nicht. Gut. Ja, das ist ein Problem. Das kann man nicht sehen. Ja. Raiju? Kann elektrischen Gegenstand in der Nähe Strom entziehen, wodurch er schneller sich bewegen kann, haben wir auch irgendwie nicht. Aber nee, weil wir ja praktisch schon mal ausgeschalten haben. Ja, genau. Also können wir den schon mal ausschließen. Ja. Und dann noch Yokai. Ja, kann Yokai nur Stimmen in deiner Nähe hören. Ich bin... Angreifen. Hat er auch nicht gemacht eigentlich. Der hat ganz schön lange nicht gehandelt. Also Banshee vielleicht? Also,
Also ich würde, glaube ich, tatsächlich Yokai und Raiju ausschließen, Banshee oder Yurai. Ja, ein Banshee wird ihr Opfer schwächen, bevor sie angreift. Das heißt, der Zudo hat unsere Sanity ganz weit runter und greift erst dann an. Ja, und das hat auch sein. Relativ lang gebraucht, bis er angreift. Ja. Deswegen, es könnte Banshee sein. Ich würde sagen Banshee. Und die Hand war auch sehr lang. Okay, ja. Dann machen wir Banshee-Likey, let's go. Banshee eintragen. Oder er hat vom Projektor gezogen. Stimmt, der hat doch vom Dots-Projektor gezogen, ne? Scheiße. Hallo Karma, dankeschön. Egal wie sauer du bist, Dinos ein Saurier. Banshee. Scheiße. Es war Banshee, oha. Ja! Yes! Jawohl. Geil! Also der Tipparbeit war richtig. Sehr gut. Yes, Leute. Davon direkt mal Feuerzeug und Räucherstäbchen kaufen. Ja, wirklich. So, dann Likey, was hast du hinzugefügt gehabt? Ich hatte, weiß ich gar nicht. Mach ich hab einfach auf alles gedrückt. Mach schon, ne? Und dass wir gucken, was ist. Ich glaube, Stativ. Stativ ja, war von Stativ. Ah, okay, dabei. Perfekt. Da haben wir genug. Schmeißt nicht alle Stative rein. Wir brauchen nur eins, weil falls jetzt zum Beispiel einer von euch stirbt, dann sind die vier weg. Die, genau, deswegen, ich habe eins hinzugefügt. Mach ruhig drei Stative nochmal raus, dass jeder das Stativ wegmacht. Thermometer brauchen wir auch nur zwei, dass man eins noch rausnimmt. Okay. Räucherstäbchen passt, Fotoapparat ist auch okay, Sanity-Pillen auch. Ja, das passt dann. Hat die normale Taschenlampe würde ich auch, brauchen wir nicht, aber ist egal. Dann nächste Map, let's go. Das macht Spaß. Okay. Ja, ich wollte noch ein Foto von Streethouse machen. Stimmt, okay, wir hatten ja leider kein Ding, ne? Ach so, das ist versucht. Kein Feuerzeug. Ja. Nee, ich hab's nur versucht, aber ich bin gestorben. So, ist jetzt die vierte jetzt Map. Ja, Feuerzeug haben wir jetzt. Die vierte Map, Feuerzeug Leute. Und jetzt. Keiner ist gestorben. Ich bin stolz auf euch. Dann starten. Doch, let's ich? Go. Ja, doch. Ich bin gestorben. Gestorben. Ja, stimmt. Verdammt. Like, Herr Schulz. Es tut mir leid. Bin ich richtig bei der Hochleistungssportlerin Jasmin Gnu? No, ich glaube noch nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Street Ass. Ich hab Raid. Da sagt jemand, macht ihr noch lang, ich brauche euch zum Einschlafen. Ach, wie süß. Zum Einschlafen. Und das zu Phasmo? No. Zum Einschlafen. Mensch, das ist goldig. Ist das putzig. Wir können auch ein Gute-Nacht-Licht singen. Genau, guten Abend, gute Nacht. Denn die Gnulis und Ramirios und Ramonas sind voll brav. Oh, ich bin jetzt auch fast direkt eingeschlafen. Schlaft ihr mit Hörbüchern oder sowas? Machen ja manche. Also ich habe früher Let's Plays zum Schlafen angeguckt tatsächlich. Ach süß. Das fand ich immer sehr entspannt. Früher hatte ich immer DuckTales und sowas gehört. Oh ja, das ist geil. Oder Benjamin Blümchen. Ich finde, Benjamin Blümchen und Otto hatten immer so eine abartige Beziehung. Irgendwann, als ich älter wurde, konnte ich mir das nicht mehr geben. Ich fand die Beziehung, was Pippi Langstrumpf zu ihren besten Freunden hatten, etwas verstörend zu Annika und Tommy. Ja, das war sehr wild. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wilde Geschichte, was immer abgefallen ist. Oh Gott. So, ziehen wir die gleiche Masche. Also, wir gehen wieder rein. Genau, gleiche Masche. Let's go. Ich mach Heizung unten und du guckst oben, like, let's go. Jawollo. Verdammt, die Heizung ist hier nicht. Sorry, der Strom. Die Leute sind immer getriggert, wenn ich Heizung sag. Geht trotzdem schon mal gern hoch. Genau, wisst ihr, was gemeint ist, ihr kleinen Dieven? Strom ist an! Gib uns ein Zeichen! Aber fast nur zum Einschlafen zu gucken, funktioniert wirklich süß! Gib uns ein Zeichen! Also nutzt ihr mich also zum Einschlafen. So langweilig bin ich, so weit ist es schon gekommen. Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen. Wieso ist hier so kalt, ne? Hier ist echt 9 Grad. 11 Grad. Oder 9 oder 10? Okay. Hörst du mir dazu oder was? Gib uns ein Zeichen. Herz 5 Grad. 1 Grad. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, der ist hier unten. Gib uns ein Zeichen. Ja, er ist hier. Er ist hier. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Das kam eben nicht an.
Der ist hier im Flur. Gib uns ein Zeichen. Ja, hier sind 2 Grad. Gib uns ein Zeichen. 2,3. Der ist hier direkt im Flur. Kommt mal her. Mit Kruzifix wieder und allem. Gib uns. Wir kommen. Gut. Ich komm gleich auch wieder. Moment. Likey, behalte mal deine Gefriertemperatur. Armer Egoist. That's my philosophy. Ich hab noch ein Büchlein dabei, Leute. Gib uns ein Zeichen. Sehr gut. Ich hol noch Mitte. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Touch etwas. Berühr mich. Jetzt hast du so zwei Handabdrücke am Arsch. I love it. Hat ja dann auch was vom Dark Room. Das wäre aber geil, ne? Gib uns ein Zeichen. Phasmophobia in 4D. Oh, das wäre auch mit Geruch, das lassen wir lieber. Oh. Gib uns ein Zeichen. Ich leg das mal hier hin. Warte mal, ich habe meine Cam dabei, Leute. Gib uns ein Zeichen. Der macht ja gar nichts. Vielleicht ist er auch schüchtern, man muss alleine gehen, ne? Ich hol nochmal EMF wieder. Ja. Ich guck durch die Kamera. Kamera steht. Orbs, wir haben Orbs. Er ist aber, glaube ich, da, wo gerade genau. Da genau, du bist genau in den Orbs. Da, wo das Kruzifix-Buch ist, genau, das sind die Orbs. Okay, wir haben Orbs. Ja, genau. Vielleicht dann Fingerabdrücke nochmal gucken, sonst platzieren wir die Dots. Okay. Ich gucke Fingerabdrücke. Ja, also Temperaturen sind wir tatsächlich nur auf 0,3, ne? Also knapp überhalb gefühlt Temperaturen. Ich nehme nochmal EMF. Achso, wir haben gar kein EMF mehr. Hast du noch ein EMF-Gerät? Ja, warte, ich gebe dir eins. Hier. Upp. Dankeschön. Und dann vielleicht wirklich Dots nochmal reinknödeln. Ja. Was sind eigentlich die Aufgaben? Dots werden nicht. Ah! Weißt du Buch. Gut, mit EMF. Ja, passt. EMF liegt da schon. Sehr gut, dann nehme ich mal die Dots jetzt. Die Fingerabdrücke waren ja nicht, ne? Hatte ich jetzt noch nicht geguckt. Ich nehme noch mal hier UV-Licht mit. Mhm. Buch liegt auch schon, oder? Ja, Buch liegt auch schon, aber halt im Flur. Genau da war der auch. Also Buch genau da hinlegen, genau da. So, Moment. Schreib in das Buch. Ich schau mal nach Dots. Fehlt doch irgendetwas? Nee, ich glaube, es ist alles drin, was wir brauchen. Ich guck mal kurz nach Dots. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es wieder Dots sind. Hat jemand Geisterbock schon probiert? Mach das gern nochmal. Ja, er schmeißt Sachen rum. Was sagt EMF? Die Orbs sind jetzt in der Küche, glaube ich, so wie es aussieht. Ja, Orbs sind jetzt in der Küche, Leute. Das heißt, die Dots müssten auch in die Küche gelegt werden. Direkt da, wo ihr gerade steht, am Eingang, genau. Stopp, hier schon legen. Stopp, genau, da hinlegen, ja. Guckt auch nochmal nach Fingerabdrücken in der Küche. Es ist schön, Leute rumzukommandieren. Ist vielleicht dort die Geisterbox, wenn einer alleine spricht? Es sollte auch mal einer rauskommen, ne? Weil der bei Albtraum ist es so, der huntet durch. Der nimmt alle weg, die da sind. Der hört nicht bei einem auf dann. Der nimmt alle direkt Volley hier. Tür hat sich gerade bewegt, der ist doch noch da hinten. Die Orbs sind auch weg. Tür hat sich bewegt, der ist jetzt im Flur. Wir haben den Scheiß... Oh, war da gerade Orbs? Dots? Nee, oder? Ich glaube nicht. Hat jemand EMF? Dann könnten wir mal kurz nochmal an die... Guck, die Orbs sind wieder da. An die Tür gehen. Die Orbs sind doch in der Küche, oder? Aber ich benutze halt vorher MOS jetzt Dings, ne? Sieht eher so davor aus. Okay, dann kannst du die Dots auch nochmal in die... Genau, dann mach nochmal gern die Dots gleich in die Mitte nochmal vom Flur rein.
Also, danke schon nochmal für den Raid. Vielen Dank. Wir kommen an Raiden, Leute. Wir spielen noch ein bisschen. Ja, ja, perfekt. Wir sind alle danke. So unscharf, oder? Ja. Ah, Fingerabdrücke. Manchmal sind am Scheitern auch so ganz kleine Fingerabdrückchen und die Fingerabdrücke verschwinden jetzt auch nach einer Zeit. Na toll. Ja, der Geist kann alle auf einmal umbringen. Ihr solltet mal kurz zurückkommen und Sanity nehmen. Ist schon eines der Kruzifixe angebrochen? Ja, auf jeden Fall im Flur war angebrochen. Oh, jetzt huntet er gerade. Oder macht Dinge. Oder auch nicht? War glaub nur ein Event. Gott. Er hat gehartet jetzt. Leike ist noch drin. Leike will nicht raus. Leike, lebst du noch? Meine Fresse, ja. Oh Gott, ja. Hallo Clashy! Hi. Dann würde ich sagen, nehme ich noch mal... mit der UV-Lampe, oder? Will noch jemand von euch mal Sanity nehmen hier? Ja, ich hab noch nicht. Wir haben nur Dots oder so, ne? Mhm. Der hätte mich wundert halt auch echt. Scheißendreck. Was haben wir aber denn jetzt bis jetzt? Die Orbs sind jetzt auch weg. Nur Geister-Orbs, ne? Die Orbs sind jetzt aber weg. Wahrscheinlich ist jetzt im Will Flur. Box kann es auch nicht sein. Also, ich habe auch als Zweiter probiert, da war nix. Dots habe ich jetzt auch hingestellt. Ja. Sieht man aber auch absolut gar nichts, ne? Nee. Wahrscheinlich sind es halt echt... Ah, da ist Licht an. Schau mal schnell da, wo Licht an ist, ob da jetzt Fingerabdrücke sind, weil er hat Lichtschalter angemacht. Ich wette, das sind Fingerabdrücke. Nein. Scheiße. Auch nicht. Mach dir mal kurz die Dots dahin. Und die Kamera. Die Kamera ein bisschen näher, das wäre super. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, perfekt. Okay, dann schmeiß die Kruzifixe da auch hin, ne? Ich bin so ein richtiges Arsch. Ja, ich will halt nicht meine Sachen verlieren, sind wir echt am Arsch. Ja, das ist doch, ja, ist. Er bewegt sich überall im Flur. Boah, es wird schwer. Guck mal überall im Flur nach Fingerabdrücken, sonst würde ich sagen, müsste ja eben F sein oder so. Irgendwas, das man nicht offensichtlich sehen kann. Sehr schwierig. Tür, guck mal, Tür nach Fingerabdrücken. Und EMF. EMF an Nummer 2. Und Fingerabdrück an der Tür? Leider keine. Boah, es ist schwer. Nee, wir haben bis jetzt nur Orbs. Gibt's da nicht. Und Geisterbuch? Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie schwer ist denn das? Box ist leider überhaupt gar nichts. Okay, ich schließe dann auch Box aus jetzt. Ich schließe eigentlich... Ich noch mal das zweite Buch rein. Vielleicht doch noch mal Gefriertemperaturen testen. Ja, vielleicht... Ja, noch mal Gefriertemperatur, aber das würden wir dann eigentlich auch sehen. Oder Geisterbox alleine. Der Geist wartet auf dich. Nein! Geisterbox allein oder ist der Geist wieder gewandert? Der bewegt sich überall im Flur hin und her. Likey, willst du es probieren mit der Geisterbox? Die liegt bei dir. Und dann komplett überall durchlaufen EMF und fragen. EMF ist vorne im Flur, hinten hat er das Licht angemacht. Der ist überall. Gefühlt. Oh oh. Okay.
Reiki läuft jetzt durch und pflegt nach. Das ist halt echt schwierig jetzt gerade, ne? Welcher Gast muss das bitte sein? Der sich so versteckt. Und nix. Nee, die Box reagiert nicht. Gibt's doch nicht. Was wär's denn, wenn wir Fingerabdrücke hätten? Weil er hat ziemlich viel angekratzt. Dann wär's Banshee, Hanzo oder Obake. Was ist denn da Obake? Wolfi, auch dir Dankeschön. Gib uns ein Zeichen. Ich hab irgendwie Schiss reinzugehen. Ich will nicht sterben. Na, guck mal, bei Interaktionen mit der Umgebung hinterlässt Obake nur selten Spuren. Ja. Ich würde sagen, es ist ein Obake. Was wäre denn Obake an Beweisen? EMF5, Fingerabdrücke und Geisterorbs. Falsch, er hat ins Buch geschrieben. Oh, okay. Nice. Okay. Okay. Dann kann es nur ein Mare oder Revenant sein. Genau. So. Ich prüfe, also, Revenant. Revenant war ja auch eher so ein Blödmann, ne? Genau, Mare, wird schneller, wenn ihr Opfer jagt. Mare wäre Geisterbox, das würde uns nicht geben. Und Revenant. Ja. Mare. Ja, Revenant, weil er hatte ja das Licht angemacht. Ja. Versteckt man sich vor den Revenant, bewegt er sich nur sehr, sehr langsam. Wird schneller, wenn er Opfer jagt. Was war das andere? Revenant. Mare und Revenant. Aber Revenant hätte schon längst angegriffen, oder? Ja, aber Revenant, guck mal, wenn er normalerweise genug Temperaturen hat, ne? Eine ja, erhöhte Chance auf 0,5. Also würdest du. War schon relativ. Also kalt. Revenant. Würde ich sagen, ja. Mare schaltet Revenant das Licht aus, okay, weil er hat das Licht angeschaltet. Dann machen wir Revenant. Ja, genau. Let's go! Revenant! Yes! Okay, let's go! Revenant! Hanoi, Voice! Sind wir am Arsch. Oh mein Gott. Ja, es war Revenant, ja, Leute! Oh Gott, wir sind so gut! Geil! Oh mein Gott. Richtig gut. Nochmal alles hinzufügen und dann nächste Runde. So, jetzt geht's, glaube ich, auf die Farmhäuser geht's jetzt. Geil! Haben wir Feuerzeug? Bleasdale Farmhouse oder Graph. Ja, Feuerzeug ist dabei, drin, ja. Feuerzeug ist drin. Und Dings auch, ne? Und, Räucherstäbchen. Ja. Okay, ja. Genau. Okay, check. So, eine Nummer härter. Und härter. Jetzt kommt doch Farmhouse, oder? Jetzt haben wir die Kleinen, haben wir jetzt, glaube ich, alle. Ja. Das heißt, jetzt kommt Farmhouse. Ja. Dann machen wir aber erst das kleine Farmhouse, dann das große Farmhouse. Und Bewegungssensor was müssen wir noch das mitnehmen. Kleine? Also, ich habe jetzt Bleasdale Farmhouse. Das ist das kleine? Ja, das siehst du an den Türen und so. An den Räumen 16 hat der eine und der andere und Stockwerken. Bewegungssensor. Okay, habe ich dabei. Da gibt es verschiedene. Der hier hat 16. Und sonst noch irgendwas? Ja, machen wir den. Der bereit. Hat 13. Warte mal kurz, ist ja alles weg jetzt, was wir haben? Ah, nee, doch nicht, alles gut. Alles drin. Ich habe nur die Liste. Okay, let's go! Okay. Let's go! Oh, ups. Jetzt. Bin bereit. Läuft ja besser wie die leichteren Levels sonst, ja. Aber es wird geil. Es wird geil. Dieser Sturm. Dieser Sturm, Leute. Wie sie alle in der Warteschleife stehen. Ramona. Warten. Warum gucken sie den Tisch an? Okay, wie immer. Ich fand den Tisch so wunderschön. Same wie immer. Okay. Wir haben die Kopfkameras vergessen. Oh Mist. Nein. Ich würde sagen, ich mach ganz. Du machst untere Stockwerkheizung, ich mach oben. Okay. Bis gleich. Bis gleich. So, wo könnte das sein?
Eigentlich ist die Heizung, wenn dann oben oder hier gar nicht. Also die ist ja hier nirgendwo. Die ist immer nur ganz... Ja, ja, ich gehe hoch. Ich hab die, ich hab sie. Strom ist an. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Der ist ganz... Also nee, wir haben nur den Strom angemacht. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Ich habe die Alerts an. Ich bin jetzt gerade dabei, neues Zeugs einzurichten bei Stream Elements. Das mache ich jetzt nächste Woche. Ich habe Minus gerade hier. Geil, ich komme. Aber ich lese auch eigentlich immer die Subs so sonst vor. Keine Sorge. Ich habe hier oben den Sub-Feed-Aktivitäten-Feed auf. Nur während den Runden kann ich es nicht vorlesen, sonst hören es die anderen Streamer und es nervt. Deswegen lese ich die immer danach den Spiel vor. So. Okay, wo bist du? Okay, hinten in der Garage unten, ihr könnt wieder Kruzifixe, Buch und Taschenlampe und Kamera alles mitbringen. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ja. Er hat hier Licht angemacht. Ja, das wäre jetzt geil gewesen für Taschenlampe. Gib ja. uns ein Zeichen, bist du hier? Zwei. Gib uns ein Zeichen. Habt ihr Taschenlampe dabei? Die, schönen guten Abend. Habt ihr Fingerabdrücke dabei? Fingerabdrücke, Fingerabdrücke? Nee, ich hab Ghostbox. Weil er hat gerade hier angefummelt. Buch. Okay, ich hol kurz Fingerabdrückchen. Ich hol die schon. Likey, du kannst da auch einfach hinten entlang, ne? Da musst du nicht durchs Haus. Ist ja, besser für die Sanity. So, Fingerabdrücke und... Ich nehme auch einen Dots mit. Wir haben Geisterbox. Oh, geil, dann haben wir alle. Nice. Es kann nur Revenant, Yundrai, Hantu oder Onyo sein. Und Mimic. Wir haben ja gefriert... Wir haben ja Gefriertemperaturen Box. Sagen, Gefriertemperaturen. Wir haben Zwillinge, Mimic Onryo, oder Onryo. Genau. Genau. Sollen wir trotzdem mal die... Kamera hinstellen? Weil... Ich habe auch noch Dots. Ah, Kamera ist schon drin, ne? Ja. Was brauchen wir denn alles? Wir müssen noch Kruzifix machen und Räucherstäbchen. Das können wir direkt mal mitmachen. Ja, also ich räuche aus, wenn es okay ist. Ja, gerne, räuche aus. Dann geht's nochmal los. Haben wir Stativ nicht dabei? Werden die Sachen immer wieder jetzt zurückgepackt, wenn man... Nee. Mich gehen die verloren, weil wir hatten die doch eben alle dabei. Ja, das wundert mich gerade auch voll. Kruzifix auch alles drin, oder? Kruzifix ist drin, ja. Okay, weird. Nimm mal eine Sanity. Okay. Das ist gut für die Nerven. Nom, 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 nom. Wo ist denn eigentlich die Kamera, Leute? Die ist irgendwie nicht da. Ja, dann haben wir sie wahrscheinlich dann mitgenommen, oder? Oder hat jemand schon rausgeholt? Doch, doch, die war gerade hier noch drin. Die ist jetzt weg und Stativ ist auch nicht da. Cam? Aber die richtige Filmkamera? Die habe ich nicht. Komisch. Hä? Merkwürdig. Uns ist die Ausrüstung verloren gegangen. Ja, aber bringt uns ja auch nichts, weil was wollen wir jetzt noch sehen, ist die Frage halt. Ja gut, wir haben ja schon alles tatsächlich, ja. Die Aufgaben ausräuchern würde ich gerne und die Kruzifixe machen. Ja, also Kruzifix liegt und ausgeräuchert. Dann gehen wir mal alle rein. Warte mal kurz, hier noch mal ein Räucherstäbchen mit. Ja. Ich hab Taschenlampe. Okay, ich komm nochmal mit. Ich hab ein Fotoapparat. Geil. Ich leuchte einfach nur. Ich mach ein Bild. Du bist unser strahlendes Licht, Ramona. Ramona. Ich mach die Beleuchtung, wenn du ein Foto machst. Gib uns ein Zeichen. Erotisch. Erotisch. Hier auf der Kiste drauf. Soll ich jetzt hier nochmal ausräuchern? Ja, genau. Lauf okay. noch mal den ganzen. Lauf auch hier hinten noch mal lang, falls der auch noch hier ist, falls es nicht zählt. So, geil, sag mal. Lauf noch mal hier lang, Rio, auch hier hinten, falls es nicht zählt. Dass man das alles hat, ja. Okay. Oh, ich bin ausgebrannt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Okay, dann müssten wir eigentlich ein bisschen hier chillen, damit quasi dieses Kruzifix hier angeht. Damit er anfängt zu handeln. Kruzifix. Jetzt kommst doch mal. Aber guck mal, mach.
Aber also die Cam haben wir nicht, ne? Die Videocam. Nee. Fuck mal, dann sehen wir nicht, ob es vielleicht Fake Orbs waren, weißt? Die Videokamera liegt auf dem Boden im Van. Moment, ich guck das mal kurz nach. Sie ist dir vorhin runtergefallen. Nein, doch nicht mir. Das ist doch ein Fake. Ja, aber kann Mimic auch Gefriertemperaturen vortäuschen? Sag ich mal. Ja, der kann eine Sache vortäuschen. Das heißt, wenn wir jetzt Orbs haben, ist es ein Mimic. Ah, da liegt sie ja, oder? Wie konnte mir das denn passieren? So, lass mal lurken hier. Macht mal euer Licht aus. Ich platziere jetzt mal. Das war hier. Die Cam da, okay. Und ich glaube, wir machen mal die Dots weg, dann sieht man das mal besser. Ja. Ich häng am Geländer fest. So. So, dann let's looky looky. Looky looky looky. So, wenn jetzt Ort kommt, dann ist es der Mimic. Dann genau. Und was sehen wir? Keine. Ah, und mein Essen Orbs! Oh, doch, Orbs. Also ist ein Mimic? Safe Mimic, oder? Jetzt Mimic. Ist halt die Frage, was faked? Er faked der Gefriertemperaturen oder wahrscheinlich ist es dann ein Mimic, oder? Ja gut, aber wenn es dann ist es ein Mimic, er hat ja dann was gefaked. Dann ist ja egal, ne? Dann ist es sowieso fake. Ja, aber dann würde er ja die Orbs faken jetzt gerade. Genau. Ja, aber die Tatsache, dass sowieso gefaked wird, ist es ja dann Mimic, oder nicht? Er kann nur Orbs faken. Ach so. Er kann ja, aber dann muss es ja, aber dann muss es ja jetzt so oder so der Mimic sein, weil wir zwei Beweise schon hatten. Ja. Ja. Und Orbs wäre ja ein dritter Beweis. Ja. Da wir aber ja gar keinen dritten Beweis bekommen, kann es ja nur der Mimic sein. Ja. Das sind ja dann Mimic-Welt und Abfahrt. Okay. Ja, ne? Kann ich. Detektiv Leigi, das finde ich gut. Let's go! Geil, haben wir schon drei richtig erraten, ne? Ich würde einmal schnell aufs Klo rennen. Danke, Alicia, für dein Raid. Vielen Dank. Dankeschön. Süß. Welcome back. Hallo. Like, deine Schlussfolgerungen waren besser wie bei Detektiv Conan, ich sag's dir. Ich will schon mal einen Job und würde einmal ganz schnell aufs Klo rennen. Ja, genau. Genau, das ist jetzt Grafton. Ja, genau. The Grafton Farmhouse. So, sonst haben wir alles, okay, oder? Okay. Feuerzeug. Ja, let's go. Leute, wir sind gut, ey. Wir fehlen nach der Map. Also, ja. Ja. Fehlen noch vier. Also das schwerste ist Prison und Camping. Let's go. Bereit. Bereit. Ja, machen Sie bereit. Oh, Entschuldigung, ich habe schon bereit gedrückt. Machen Sie bereit. Ja. Dankeschön. Oh, yes. Yes, yes. Ein Char-Merch, bevor ich ausmache. Was? Ein Char. Oh Gott, zum Glück war das leer. So. Salz fehlt. Stimmt, wir haben auch kein Salz, ne? Ja? Okay. Wir haben auch kein Salz. Wir haben kein Salz? Nee. Aber wir brauchen keinen, zum Glück. Hoffe ich, gut. Haben wir Kerzen? Ja. Bin salzig. Ja. Nee, haben wir nicht. Keine Kerzen. Kerzen? Hä? Nein. Aber die waren doch eben drin. Ja, wir müssen immer alles drücken. Ja, wir müssen immer in jeder Runde alle auf alles drücken. Das ist ganz wichtig. Jedes Mal erneut. Ich kauf gleich von allem eins. Ja. Ich kauf gleich von allem eins und pack das. Okay, wie immer, Leikin, ich geh rein. Ich mach wieder oben, du unten. Jawohl. Yes. Kopfkamera hast du? Ja. Kerzen gibt's aber auch im Haus, sagen die Leute. Ist sehr gut. Gib uns ein Zeichen. Guck auch mal direkt im Flur unten, ob da was ist. Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, dann muss es fast unten sein.
Gut. Sehr gut. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Geist, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Ich habe auch diesen externen UV-Lampe direkt dabei. Gib uns ein Zeichen. Was meinst du? Ich sagte, ich habe auch diesmal extra eine UV-Lampe mitgenommen direkt. Sehr gut, also oben ist er nicht. Oh, er ist hier, 5 Grad. Gib uns ein Zeichen. Ist der auf der Treppe? Gib uns ein Zeichen, er ist hier. Nee, hier unten muss er dann sein. Ja. Hier im Eingangsbereich ist er. Gib uns ein Zeichen. 3 Grad. Ja, der ist hier irgendwo. Gib uns ein Zeichen. Der ist hier auf der Treppe. Er ist auf der Treppe? Ja, gib uns ein Zeichen. Der ist hier auf der Treppe. Ich leg mal hier unten hin. Wo, hier? Ja. Gib uns ein Zeichen. Also kann ich hier oben platzieren, ne? Ja, hier ist der irgendwo, ja. Fix ist oben, eins ist unten. Ja, sehr gut. Ich leg's mal hin. Komisch. Ich tausche mal kurz mein Gefrier gegen die Filmkamera ab. Aus. So, let's go. I know I can be what I wanna be. Also oben liegt die Geisterbox, bei mir hat sie nicht funktioniert. Wo ist EMF? Ja, beim Ramona? Telefon. Hä? Hä? Ist der doch hier. Also. Und ich gucke. Ich hole mal. Temperatur sagt. Fingerabdrücke. 19 Grad. Gib uns ein Zeichen. Aber wer hat gerade Licht angemacht? Ich hab mal. Nee, also. Ich hab das gerade gemacht. Der ist hier im Flur irgendwo. Also mal wieder ein Flurgeist. Der hat das Licht angemacht. Wer war denn das? Gib uns ein Zeichen. Ist in der Fingerabdrücke. Guckt mal schnell drauf. Schnell. Fingerabdrücke. Nein. Okay. Leider nein. Also ist er hier? Ja. Gib uns ein Zeichen. Muss hier sein, ja. Ich guck kurz durch die Kamera. Macht mal kurz Licht aus. Batsch. Nee, Orbs ist da definitiv nicht. Aber vielleicht musst du die Kamera einfach... Kann jemand mal die Kamera genau in die entgegengesetzte Richtung stellen, Richtung Tür hinten in die Ecke rein? Alles klar, ich bin da. Also Gefriertemperatur haben auf jeden Fall keine. Ja. Bring mal das zweite Buch rein. Merci. Schwierig. Ich bin mal so frei. Schön. Danke. So, ich guck noch mal. Kaffee möchte ich auch, oh ja. Bitte gib uns ein Zeichen. Bitte gib uns ein Zeichen. So, ich stell ihn mal hier hin. Wo waren denn nochmal die Kerze im Haus? Da kann er sie gib uns ein Zeichen. Die sind, die stehen meistens irgendwo rum. Gib uns ein Zeichen. Geisterbox auch nicht und alles? Also, ist der jetzt nicht. Mit der Geisterbox nicht reagiert? Ist der jetzt hier oder wie? Schreib in das Buch. Nein, der müsste im Flur noch stehen. Also, der müsste noch im Flur hier sein. Die Geisterbox, die liegt hier. Hast du? Ich guck kurz durch die Kamera. Mein Lieblingsjob. So, mal gucken.
Ihr guckt auch alle mit, ne? Also Orbs sind's auf keinen Fall. Hat da gerade einer von euch was geschmissen? Sonst geht schnell zur Kamera und macht EMF. Es wird wahrscheinlich EMF 5 oder sowas sein. Weil es sind keine Orbs, bis jetzt keine Dots. Schwierig. Der läuft da die ganze Zeit bei der Ding durch. Er ist die ganze... Oh, er schreibt ins Buch. Der Geisterbuch. Und Licht hat er schon wieder angemacht, ne? Der macht ganz schön viel Licht an. Licht hat er auch schon. Fingerabdrücke wegen Licht, vielleicht mal gucken. Ich glaube, es könnte noch EMF sein. EMF war bisher auf 3. Geisterbox war es ja nicht, ne? Seit wann spielt die liebe Gnuse passiv? Seitdem sie alles ausgibt und wir haben alle kein Geld mehr. Und wir dürfen nicht sterben. Der läuft die ganze Zeit, glaube ich. Ach, das seid ihr, die durch die Bewegungsmelder latschen. Licht schon wieder an. Guckt mal nach Fingerabdrücken. Lichtschalter. Oh, da waren, glaub, Dots. Dots? Ich glaube, ja. Wenn es... Nee, kann nicht sein. Geisterbuch und Dots gibt's nicht. Er spielt auch gerne Klavier. Der hat ganz viel auf dem Klavier gerade gespielt. Ja, da könnten auch Fingerabdrücke sein. Dann ist wahrscheinlich eben F. Er ist auch gerade durch den Bewegungsmelder gerannt. Es ist bestimmt eben F. Ich glaube, es ist eben F. Wenn es eben F wäre, dann Shade, Spirit oder Mühling. Warte mal, was haben wir? Wir haben Geisterbuch und wir haben Dots? Nee, wir haben keinen Dots. Wir haben keine Dots. Ah, keine. Nee. Das funktioniert nicht. Also, wenn wir Dots haben, gibt's gar absolut nichts. Shade und Spirit oder Mühling vielleicht? Warte. Spirit kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräumt. Schon wieder Licht an. Vielleicht nochmal Fingerabdrücke gucken. Der macht die ganze Zeit Licht an. Shade. Fingerabdrücke und EMF würde ich nochmal gucken. Guck direkt mal am Lichtschalter neben der Tür. Wird nicht angemeldet. Nee, ist leider nichts. Decken, Beweis, Mühling. Was war nochmal Mühling? Hier. Mhm. Ist dafür bekannt, dass er... Schon wieder Licht. Guck nochmal Lichtschalter, schon wieder Licht an. EMF, quasi nach Fingerabdrücken am Lichtschalter gucken. Oder an der Tür oder an den Fenstern. Oh. Ja, der ist aber wirklich da hinten, ne? Oh, oh. Jetzt hat er... Sind alle drei jetzt tot? Oh, nee, da läuft noch jemand. Alles okay? Ich glaube nicht. Likey, Ramona. Ich glaube, unsere Freunde sind dead. Aber alle beide auf einmal? I think yes. Ja, ja, der kann ja alle beide auf einmal töten, deswegen muss man ja aufpassen. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Ich versuche mal mit auszureichen. Wenn es hier mit Ausräuchern geht, dann... Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Der kam von hinten. Gib uns ein Zeichen. Oh, ich hab Angst. Also es können nur Fingerabdrücke in EMF sein. Da macht er schon wieder... Oder EMF meinst du, oder? Ja. Was denkst du, Fingerabdrücke oder EMF? Da... Ich weiß nicht, habt ihr auch bei Fingerabdrücken hier immer an den Fenstern geschaut und überall? Warte.
Bleib du mal draußen, weil wenn ich sterbe, ist nicht so schlimm, ne? No. Da haben wir das Zeug noch auf jeden Fall. Warum die Tasche? Wo haben wir das? Ding abdrücken. Komm noch kurz raus. Das weiß ich halt nicht, weil die haben nur mit diesem komischen Leuchtstab gemacht und damit siehst du eigentlich nur Fußabdrücke. Ich weiß gar nicht, ob du auf Fingerabdrücke siehst. Ich geh mal ganz kurz, ich hole mal schnell Fingerabdrücke, weil dann kann ich reingehen und wenn ich drauf gehe, dann müssen wir raten. Oder muss halt überhaupt noch? Ich glaube, ja, deswegen ist es echt kacke. Oder wir raten halt, ne? Aber wir müssen ja den zweiten finden. Ich weiß nicht, wo die gestorben ist. Gib uns ein Zeichen! Hier. Scheiße, wir werden sterben. Nee. Hier. Aber die Sachen liegen hier nicht. Ja, sind die bei Albtraum nicht da? Oh, mehr? Warte, vielleicht ist es ein Hinweis. Bitte eben F5. Nein, eben F3. Ich sag, es ist eben F. Ich glaube echt, dass es eben F ist, ne? Magst du nochmal testen? Ja, ich mach nochmal. Ich glaube, es muss eben F sein, weil es eben F schon so hoch ist. Es gibt doch einen Geist, der Strom braucht. Immer nur 3, ne? Ja. Ich hätte jetzt wieder vermutet, dass Fingerabdrücke, aber. Bei eben F bleibt halt immer nur 3. Der ist definitiv hier vorne, genau. Hier, gib mal ein Zeichen. Was auf dem Tisch in der Küche lag, Fingerabdrücke? Nein. Gib mal ein Zeichen. Bist du hier? Und Oleg. Es war nur ein Event, oder? Tot, genau. Hier, komm mal schnell zu mir, der hat gerade eine Dose geschmissen. Ist er tot? Lebst du noch? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh Mann, ich hasse die so. Gib uns ein Zeichen. Verdammte. Scheiße, ich darf jetzt ja nicht gehen, ne? Wenn ich tot bin, ist die Challenge verloren. Gib uns ein Zeichen. Sehe ich damit überhaupt Fingerabdrücke? Gib uns ein Zeichen. Scheißendreck. Gib uns ein Zeichen. Scheiße. Es sind keine Fingerabdrücke. Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, es ist EMF5, aber ich brauche ja den Beweis, sonst darf ich ja nicht gehen. Zeichen. Oh Gott. Mann, warum gibt er kein Ding?
darf ja nicht raten, sonst ich muss ja zwei finden. Oder sollen wir raten? Pillen haben wir auch keine mehr. Ih, da steht ja jemand. Was war denn das Gruseliges? Habt ihr das gesehen? Da stand einer meiner Teammates. Also Leute, ich würde jetzt raten. Ich glaube, es ist Spirit Chin Myling. Myling. Ein Myling ist bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Nee, war er nicht. Ein Djinn. Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Und ein Shade. Schüchtern zu sein bedeutet, es wird schwer, den Geist zu entdecken. Nö, fand ich nicht. Also ich würde sagen, es ist ein... Ich sage, es ist ein Myling. Keine Ahnung. Oder doch ein Shade? Nein, es war ein Polterscheiß. Ein Poltergeist. Was? Oh. Ach du Scheiße. Komplett anders. Also bei Poltergeist wäre es aber tatsächlich Fingerabdrücke gewesen, ne? Tatsächlich. Ja, aber kann ja sein, dass Fingerabdrücke genau der Hinweis war, den wir nicht gesehen haben. Ich glaube. Vielleicht hat das. Kann auch sein, dass das manchmal buggt, dass man die dann einfach nicht sieht, dass sie irgendwo ganz irgendwie in der Ecke. Ja. Okay, sich. Aber jeder auf hinzufügen, dass wir alles haben. Wir brauchen auch die Kerzen und das ganze Gedöns. Kopfkamera, ne? Knicklicht. Ich füge gerade auch viel hinzu. So, Kerze. Feuerzeug. So, ich habe jetzt auch mal nochmal viel hinzugefügt. Okay, dann ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, wir machen jetzt zuerst mal Highschool, dann Asylum, weil Camping ist genauso schwer wie eigentlich Prison. Okay. Also Asylum. Jetzt, oder, nee, jetzt würde ich sagen Highschool. Oder welches als erstes? Highschool. Highschool, ja. Okay. Wenn wir alle tot sind, ist die Challenge vorbei, ne? Ja. Deswegen haben wir von allem abgeworfen, dass du rausgehst einfach. Ja. Oh, Salz, haben wir Salz? Ja. Am Ende waren wir der Poltergeist. Okay. Ja, aber ich würde sagen, wir müssen schon mindestens wissen, wo der Geist ist und einen Hinweis haben, weil sonst können wir direkt abhauen, dann schaffen wir die Challenge, aber ja. Er war halt genau dort, wo wir unsere Sachen alle hingeworfen voll. Haben. Dort ist er immer gespawnt. Der ist wirklich genau in den Dots gespawnt. Ja. Also mindestens einen. Crooked Man spielen wir dann am Freitag, Leute, weil das geht länger als gedacht. Crooked Man, Tokyo, Ghostwire und Sims. Alles Freitag. Genau, auf Profi, auf Albtraum gibt es nur zwei Beweise leider, den Rest muss man erraten. So, ich würde sagen, never change the running system, ne? Geht wieder los, Gnu und Daiki. Guter Punkt. Yes. Guckt auch gerne immer durch, genau. Ja, wir gucken durch Dings durch. Ich guck unten, du, oh boah, das wird aber schwierig. Ich glaube, wir brauchen, boah. Okay, wir müssen halt... Koffein. Nimm die Kopf. Ja. Geil. Ich mach unten, du oben. Yes. Nerv mit Makrom bin, ne? Ja, geh du aber kurz trotzdem links lang und guck unter der Treppe, da ist sie oft. Ja. Boah, ey, das wird echt schwer, ne? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Und Kopfhörer laut, damit wir's hören. Gib uns ein Zeichen. Das ist halt wirklich Glückssache hier, ne? Scheiße, hier ist sie nicht. Gib uns ein Zeichen. Wo kann die denn sonst noch sein? Bist du hier? Scheiße. Gib uns ein Zeichen. Ich geh dann jetzt hoch. Ja. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen.
Boah, das wird schwer. Ich spüre schon. Gib uns ein Zeichen. Oh je. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hab sie gefunden und es. Geil. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ihr schafft es, Leute. Sehr gut. Wir haben die Heizung gefunden. Ist viel wert. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Okay, 12 Grad. Ist schon mal nicht schlecht hier, ne? Gib uns ein Zeichen. Ich hatte den hier noch nie. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? 7 Grad, 7 Grad. Ich glaube, in der Schule soll vielleicht auch ein Dritter mit reingehen zum Helfen, zum Suchen. Ja. Gib uns ein Zeichen. Da waren ja schon. Komm ich nochmal mit rein. Okay. Gib uns ein Zeichen. Okay, das könnte schon da hinten gewesen sein, ne? Also das Kälteste, was ich bislang hatte, waren 7 Grad. Bei mir auch hier über der Schulaula. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Jetzt aber wieder auch nicht. Heizung ist an. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Mein Freund. Gib uns ein Zeichen. Boah, der gibt ja gar kein Zeichen, der Sack. Geist, wo bist du? Warst du das gerade mit der Tür? Nein, jetzt war ich. Okay. Oh, mach doch sowas, ne? Gib uns ein Zeichen. Die Klinke ist mir aus der Hand gerutscht. Gib uns ein Zeichen. Zu warm? Oh Gott, Leute, der wird jetzt gleich handeln. Gib uns ein Zeichen. Scheiße. Gib uns ein Zeichen. Oh. Ah, ich dachte gar, ich hab's Uja-Brett. Scheiße. Hallo, Gnu. Hallo. Hallo. Gib uns ein Zeichen. Das gibt's doch nicht. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hält nichts, ne? Aber wirklich nichts. Gib uns ein Zeichen. Gibt's vielleicht einfach keinen Geist? Gib uns ein Zeichen. Richard Jones, gib uns ein Zeichen. Richard Jones. Gib uns ein Zeichen. Du bist eigentlich oben oder unten? Unten. Ich bin unten. Richard Jones. Der muss ja irgendwo in dem, also in dem Esssaal hatte ich halt 7 Grad, ne? Ja, ich hatte oben im Hauptflur 7 Grad. Richard Jones. Gib uns ein Zeichen. Oh, bestimmt Sporthalle, ne? Nee, Sporthalle ist auch nicht. Ganz warm. Ey, das ist so. Die großen Maps sind halt echt. Die killen einen. Danke, bist du oben. Ja, ich bin oben. Richard Jones, gib uns ein Zeichen. Er ist 100 pro hier. Richard Jones. Nee. Hä? Das kann doch nicht sein.
Oder? Bei mir ist bis jetzt nie unter... Nee. Ist vielleicht der Strom wieder aus? Warte, ich gucke. Das wäre halt mies, ne? Das wäre richtig hardcore. Could it be that you're joking with me? Bist du hier? Strom ist noch an, oder? Warte, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, ich such den Raum. Sonst testet einfach mal am Lichtschalter. Guter Hinweis, danke. Ja, ich geht noch. Gut. Hey, das hatte ich aber noch nie, ne? Das hatte ich noch nie. Und er huntet ja auch nicht mal. Haben wir Albtraum? Ja. Eigentlich müsste der schon längst hunten. Kann es sein, dass wir einfach keinen Geist haben? Also hier am Truck ist alles kaputt. Ich glaube auch, dass der kaputt ist. Wir haben Albtraum und er huntet noch nicht. Richard Jones! Bist du unten? Ja. Ich glaube, der Geist ist safe. Richard Jones. Richard Jones. Richard Jones. Ich glaube, der ist oben bei. Richard Jones, gib uns ein Zeichen. Richard Jones. Olong Johnson. Nein. Nö, der huntet nicht, ne? Ne, gar nichts. Hä, es gibt's doch nicht. Ist der abgehauen? Richard Jones. Richard Jones. Nicht Richard, sondern Richard. Bist du hier? Er huntet noch, ist jetzt unten. Er geht wieder nach oben, er ist immer noch am Hunten. Amme? Wo war der jetzt? Den hat's erwischt. Wo war der jetzt? Oh no. Wo war der jetzt? Bist du das hier, Gnu? Ja. Ne? Ich komm mit. Ich glaube, der kam hier vorne. Wir müssen eh gleich Pillen nehmen. Ja, ich glaube, der kam hier vorne rechts um die Ecke oder irgendwo hier. Ja, das sieht gut aus. Okay. Der kam die linke Treppe nach unten. Lass mal schnell. Ja, ich und Likey nehmen mal kurz Pillen, weil der huntet jetzt gleich wieder. Ja. Ah, eklig. Ich hab leider nur die Ghostbox dabei. Okay. Oh nein. Taschenlampe. Vorsicht, der huntet. Nimm noch zwei Sanities. Ja.
Wenn es einfach nicht aufgeht, ne? Ja, aber lass uns doch direkt rechts rumgehen, dann sind wir direkt an der Treppe. Ja, sehr gut. Geht gerade eh nicht auf. Voll lustig, dass hier draußen auch kälter ist. Ja. Voll lustig, dass Ramona die ganze Zeit im Van war und jetzt reingeht und stirbt. Ich hoffe, dass er nicht tot ist. Das hoffen wir alle. Lebst du noch? Ja. Gut. Ich bekomme nur nicht mit, ob er noch handelt oder nicht. Nee, weil Tür war offen. Du hast auch beide Sanities genommen, ne? Ja. Mama ist oben in der Mitte auf dem Flur gestorben. Weil die Frage auf. Ja, aber er muss hier hinten gewesen sein, aus der Ecke kam, auf jeden Fall. Das habe ich gehört, dass er von irgendwo hier kam. Bist du hier? Ja, hier sind Minus gerade okay. Drin im Raum. Minus! Also ich hatte auf jeden Fall bist du Minus hier? Grade. Gib uns ein Zeichen. Minus wie bitte? Gib uns ein Zeichen. Gefriertemperaturen haben wir schön. Dann lasst mal schnell Buch und Kamera und Dots. Oh nein. Hallo. Okay, dann lass uns mal Buch und alles holen, was man so braucht. Was unser Leben noch nicht kostet. Weißt, dass wir einfach nur mit Kamera, Geisterbuch und alles mal schon mal gucken können. Uff. Uff. Would it be nice when we together? Nee, 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 nee. Ja, wir haben Gefriertemperatur. Gut, ich schmeiße das Rotreflex hier rein. So. Kamera. Geisterbuch. Und kannst du vielleicht Buch und Dots nochmal mitnehmen, Likey? Ja, kann ich machen. Hier, weil das sind Fingerabdrücke hier, ne? Ja. Hast du Fingerabdrücke dabei, Ramona? Nee, ich hatte nur die Großbox dabei. Ich hole aber Rames Buch gerade. Perfekt. Dann brauchen wir Buch nicht. Dann nimm Fingerabdrücke und Dots. Wir kommen jetzt auch rein. Wir schaffen das. Jawollo. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. So sieht's aus. Oh Gott. Der huntet bestimmt gleich. Oh nein, huntet er wieder? Ah, nee. Nee. Das war die Box. Hantet der? Nicht, will er nicht. Nee, nee. Oh jetzt. Nein. Leute, bitte opfert euch. Ich will nicht sterben. Ich hab alles ge... Nein! Nein, tut's nicht. Lauft! Ja, nimm mich!
Nimm mich! Nein! Oh nein! Nein, wir sind alle zusammengeklebt. Und ich habe auch gar nicht bedacht, Opfern bringt ja gar nichts. Es ist ja Profi, der bringt ja alle um. Aber lebt noch jemand? Es muss ja noch jemand leben. Oh, Scheiße. Der ist aber ganz schnell, der Richard. Ja, Richard hat doch. Weiß nicht, was hat Richard gemacht? Oh, Scheiße. Oh no. Oh no. Oh, Kacke. Oder eher homophob, weil er hat ja Ramona und mich umgebracht. Mal wieder. Ja. Der homophobe Hausmeister. Ich bin auch da! Bist du tot? Ja! Nein! Oh nein! Nein. Warum? Scheißendreck. Oh, ich hab mich in den Weg geworfen. Ja, das ist Problem ist. Das Problem ist. Er hat weiter gehuntet. Ja, der ist der Profi. Oh nee. Like hat jetzt Spaß. Spaß ans Leben. Der wird Like jetzt stirbt, ne? Und haben wir die Challenge verloren. Ja. Wir haben nur Gefriertemperaturen. Ja. Gut, wir wissen, wo der Geist ist. Und wir haben einen Hinweis. Ah, der war echt schwer. Ja. Ja. Aber die Cam hast du gut. Weil er sich auch so versteckt hat. Ne? Vielleicht findet Likey noch irgendetwas im Bus. Durch die Cam. Ja, das wäre cool. Da hätten wir zwei Hinweise und könnten vielleicht mit raten. Ja, ich hätte nicht im Flur bleiben sollen. Aber ich dachte, der rennt mir eh ins Zimmer hinterher, weil der ist ja jedes Mal schneller geworden. Ne, der ist straight den Flur entlang gerannt. Aber wenn er schneller wird, was könnte das denn sein? Könnte ein Revenant sein, der war nämlich echt schnell unterwegs. Ja, der könnte auch einfach ein Arschloch sein. Und ich glaube, das war's auch. Das ist ja meistens so beim Revenant. Hausmeister, ja, ne? Das war der hasserfüllte Hausmeister. Ja. So, er soll jetzt einfach ins Buch greifen. Weil wir hören Likey gar nicht mehr, ne? Oh, er huntet wieder. Es ist kein Event! Es ist kein Event! Likey! No! Oh no, we're dead. Der verrückte Hausmeister hat uns. Nein! Challenge gefailed! Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Und nächstes Mal werden wir versuchen, zuerst die schweren Maps zu machen und dann die leichten, weil die sind das größte Problem. Oh ja. Wobei wir gesagt haben, die Schule ist noch in Ordnung. Was heißt bei der Nein, haben wir nicht!